Überall diese streunenden Hunde. Und noch zwei von der Sorte. Unter dem Wagen hat sich der Nachwuchs versteckt. Und heute sind sie alle friedfertig. Umweltfreundliche Abfallbeseitigung. Das ist nun mal die andere Seite einer Großstadt. Morgen, Leute, Dienstag, der 1. Mai. Und das ist mein letztes Video aus Nakhon Ratchasima. Vorläufig jedenfalls. Strahlender Sonnenschein am Morgen. Am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr fängt es meistens an zu regnen und hält sich die ganze Nacht dran. Wenn ihr dieses kleine Filmchen seht, werden Koi und ich wohl damit beschäftigt sein, unsere Möbel und restlichen Sachen aus der vierten Etage nach unten zu schleppen. Nakhon ist eine Großstadt und ich dachte, es ist easy going, ein Fahrzeug für den Transport nach Prachuap Kirikan aufzutreiben. Aber Pustekuchen. Ich benötigte eine Woche. Pickups sind eigentlich nicht das große Problem oder wären nicht das große Problem, aber ich brauchte einen größeren LKW und wollte eine Plane darauf haben. Und ja, wie gesagt, ich war eine Woche unterwegs, fand dann einen LKW. Mit Handeln ist da nichts. Das ist eine kleine Spedition, ein Mannbetrieb, der das mit seiner Frau betreibt. Und die haben so eine Art Kilometerpauschale. Die Fahrt bis da oben kostet mich 8500 Watt. Die lieben Leute, die laden die Sachen nur auf den LKW drauf. Für den Rest müssen wir Sorge tragen. Naja, wird auch schon irgendwie über die Runden gehen. Muss mir dann noch jemanden suchen, der die schwereren Sachen runterträgt. Super schönes Haus in einer Nebenstraße. In dem Gebäude gibt es Apartments bereits ab 3500 Watt, aber es wohnen viele Schüler und Studenten dort. Entsprechend laut ist es da. Von diesen kleinen Nebenstraßen gibt es viele in Nakhon. Wirklich Freude beim Spazierengehen kommt da allerdings auch nicht auf. Sie sind sehr schmal und kommen Fahrzeuge entgegen, muss man ständig ausweichen, sich irgendwie in eine Nische reindrücken. Ja, die Straße wird noch einmal schmäler. Und ich bin auf dem Weg zum Chiropraktiker. Seit etwa 3 Monaten habe ich ziemlich heftige Schmerzen in der linken Schulter. Ein Knochen hat sich verschoben, aus welchen Gründen auch immer. Und die Muskulatur ist vollkommen verhärtet. Danach werde ich dann Koi an der Kaffeebude abholen. Alle Wege führen irgendwie immer wieder zum Jamor-Denkmal, zu Klang Plaza. Man kann sich praktisch hier absolut nicht verlaufen. Warum ich euch den Chiropraktiker zeigen möchte, oder vielmehr die Praxis von außen, ist mir viel auf. Hier in Nakhon sind einige in der gleichen Lage wie ich. Sie haben Gehprobleme und irgendwie Körperhaltung ist nicht in Ordnung etc. Vielleicht kann ich denen damit helfen, weil ich persönlich bin wirklich überzeugt von dem Arzt. Ein riesen Schul- oder College-Komplex. In 3 oder 4 Tagen beginnt die Schule wieder. Die Jugend ohne Mopeds. Unvorstellbar. Typisches kleines Thai-Viertel. Ja, und so eng kann es dann werden beim Spaziergang. Holzhäuser mitten in der Stadt. Die Hauptstraße Richtung Jamor-Denkmal. Sehr viele Garküchen, kleine Restaurants.
der anderen Straßenseite die Monkey Bar. Die ist am Nachmittag recht gut besucht. Noch eine große Tempelanlage. Hier werden die Urnen der Verstorbenen deponiert. Das George Dragon ist ein europäisches Restaurant. Überwiegend englische Gerichte zu gesalzenen Preisen. In dem Laden kaufen wir unsere Möbel. Auch ein Fehler. Ein kleines gemütliches Café, in dem es auch einige Snacks gibt. Nähmaschinengroßhandel. Ja, Leute, und die Dinger sorgen für den richtigen Sound. Damit könnt ihr die Nachbarn schocken. Mopeds leihen, die gleichen Preise wie in Pattaya. Kleine Orientierungshilfe für den Chiropraktiker. Hier geht es zum alten Busbahnhof in Nakhon. Die Straße führt zum Jamor-Denkmal. Und diese Straße zum Chiropraktiker. Und das ist die Praxis des Chiropraktikers oder Physiotherapie, wie auch immer. Ich werde mal sehen, ob ich ein Foto der Visitenkarte ins Video einfügen kann. Leider ist die nur auf Thai beschriftet. Durian, die Stinkfrucht. Er wartet hier jeden Tag auf Kundschaft. Wie auch seine Kollegen. Luftfeuchtigkeit heute übrigens 90%. Da läuft einem der Schweiß ganz schön runter. Mich kann fast nichts mehr überraschen. Am Denkmal ist wieder etwas los. Fragt sich nur was. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, Bettlern Geld zu geben. Und seid bei Dunkelheit auch etwas vorsichtig in dem Park. Es gibt hier viele Obdachlose in Nakhon. Immer mehr geworden in letzter Zeit. Die Straße am Klangplatter zu überqueren, wird immer zum Abenteuer. Meine Güte, was findet denn hier wieder statt? Riesenbühne. Da ist Muskelkraft gefragt. Ein großer Verkaufsstand von CP. Und im Hintergrund von Otop. Ein Imbisswagen. Da ist natürlich, wie nicht anders erwartet, noch nicht da. Na, dann ist halt wieder Warten angesagt bei einem Kaffee und einem Tee. Ja, Leute. Vom Kaffeewägelchen ging es zum Terminal 21 zum Essen und jetzt sind wir auf dem Weg zu dem Mall. Da sollen Tiere ausgestellt werden und auch zum Kauf angeboten werden. Lass uns mal überraschen, was da wieder los ist. Ani Toilette au Raikoi. Thank you.
ชาติมาเล่นหรือมาเลี้ยงกันนะครับWo wir schon einmal hier sind, können wir noch einen Kaffee trinken gehen. Im Schwesters Grill gibt es einen Bohnenkaffee in dem großen für 40 Watt. Recht gemütlich mit den Ledersesseln hier. Ja Leute, das war mein letztes Video aus einer Konrad-Chassima. Ich hoffe, wir sehen uns in Patchwork in alter Frische wieder. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und wie ich hoffe, bis demnächst auf diesem Kanal.